die Reise beginnt und über uns fliegt die Fahne im Wind. Tag 2. Location, wir sind angekommen. Nico ist noch im Hotel, baut sich gerade Deck für das Side-Event. Bargische ist tot. Muss sich vom Trauma gestern erholen. Die anderen, Chong und so, sind schon vorgefahren. Die spielen noch. Chong wurde auf dem Weg geblitzt, erstmal. Und dann kommt er so an und sieht, dass er gegen Lorenzo spielen muss, erste Runde. Was soll man dazu sagen? Kann man echt nur sagen, leider nicht, Chong. Auf jeden Fall, ein TBT wird gekickt jetzt, also fliegt raus, ja, aus dem Event leider. Können wir sogar vorstellen, dass es Lorenzo ist. Oder? Kann sein. Sein Deck ist Brick City. Ja, aber Chunks ist auch. Also auch Brick City, oder? Ja, wir werden sehen. Sogar Brick City 2, Mann. Schauen wir mal, was wir jetzt so machen. Ich weiß, was ich mache, oder? Hat jetzt ein Bewerbungsgespräch mit UPG. Ja, TBT verlassen. Aber alles easy lock, oder? Und danach werde ich richtig krass. Das Barrett abholen. Er sitzt einfach alleine auf der Parkbank da hinten seit einer Stunde. Wir wissen nicht, was er macht. Schauen wir mal. Der Herzschmerz hat er, sag ich doch mal. Aber war das doch voll der Naturmensch, oder? Richtig zerstört. Er ist schön bei den Blumen. Wahrscheinlich hat er sich auch mit den Blumen beschäftigt. Marisch, was machst du hier? Was machst du, Mann? Du bist ganz alleine. Genießt du die Natur? Die Blumen und Brunnen hier so. Gehst du nochmal dein Deck durch? Dass das scheiße ist. Ja, wir müssen jetzt Ankündigung drehen, komm. Servus, wir drehen jetzt ein Interview mit dir. Achso, ja. Hallo, was soll's machen? Servus. Wie geht's? Selbst? Passt alles. Hat ihr verloren, Mann. Echt? Ja, so Puffy von Sam, bro. Etwa Zeit oder Top? Letzte Runde jetzt. Achso. Hast du Kontakt mit Kinder? Kinder. Cosplayster, oder? Ja, aber ich hatte dafür momentan auch kein Geld, beziehungsweise... Alles so, Tuner genommen und egal, dann bleib ich. Stehst du zu Lorenzo? 2-1. 2-1. 6-1-2. 7-2-1. Den gab es nicht drauf. Echt jetzt? Ja, die ja langsam spielen. Alter, letztes Jahr konnten die sich nicht so durchziehen. Der Dash kennt keine Garde. Ja, aber ihnen geht das ja. Und mein Gegner auch so. Ja, du stehst zu 3-1. Also ja, ich bin raus. Also warte mal, Alter. So viele wie jetzt gecued werden, wegen Gabsitz Brown. Hätte ich auch noch spielen können. Aber es ist halt echt mega auffällig. Alter, der neben mir, Alter, ist der behindert. Er geht so zum Judge. Ja, an meinem Tisch jetzt, wo ich sitze, wenn das jetzt ein Draw wird, komme ich dann tops. Alles klar. Okay, bisschen diskreter. Wir sind immer noch Location DM. Alle abgekackt, aber wir warten noch auf die Kinder. Die Kinder haben in den Ferien bestimmt endsüchtig. Die spielen noch. Network, Videos angeschaut von uns. Die Großen müssen leiden. Lesen auch Artikel. Wir gehen jetzt essen. Hoffen, dass sie abkacken, damit wir nach Hause fahren können. Komm, Mann, wir besorgen die noch. Tati, wie lief da ein Vorstellungsgespräch bei UPG? Positiv. Wie wär's, wenn du das näher erläuterst? Ich weiß auch noch nichts. Können wir jetzt ein Abschiedsvideo Tati machen oder warum, wie läuft es jetzt ab? Warum musst du irgendwas wissen? Ich habe nur Gelächter und so gehört vom Weiten. Hallo? Ich habe, weil ich mich mit denen gleich mal auf alles verstanden habe. Hast du deinen Spielzug von gestern erklärt oder wie ist das? Ich habe es ihnen gesagt, ja, dass ich voll den ganzen Spielfehler gemacht habe. Und ich bin ja ein ehrlicher Mensch. Und die so? Und ich habe aber auch vor der DM gesagt, auch wenn sie mich nicht aufnehmen würden, bin ich aus CBT raus, Mann. Rockstar Channel. Jungs, ihr habt es gehört, unser Star. Star-Spieler. Oh mein Gott. Spieler. Alleine schon, Mann. Er kann sich nicht konzentrieren, Mann, wenn er darüber nachdenkt, dass Tati geht. Aber der traut jetzt schon. Wir machen jetzt Interviews, Mann. Also jetzt das letzte Abend mal, gell? Was für Interviews? Ich auch, Mann. Ich bin letzte Abend, Channel, oder? Ich hab keine Lust mehr auf Yugi. Chong hört auf mit Yugi. Ja, Hong ist scheißegal, ob ein anderes Team geht. Schenk mir ja, spielerisch geht da. Okay, ich bin der einzige Spieler von TBT bei DM, oder was? Ich bin nur noch dabei, wenn ich Freizeit habe. Chong hört auf, Mann. Ein Scheißer, du. Ich höre echt auf.
Leider doch nicht so. Alter, bist du so. Was bist du für ein Lügenbold, Mann? Ich hab echt keinen Bock mehr. Du hörst nie auf, Alter. Echt, Mann? Verlust gemacht. Was ist das? So viel Geld. Mann, jetzt mit der Yogi-Tüte durch die Stadt, oder was? Ja, perfekt. Alles von mir. Leute, ich hab die weggeschmissen, die schauen einen die ganze Zeit an. Ist dir das peinlich? Nein, im Lager, ich und Nico gehen so voll so breit mit dem bösen Blick. Okay. Die Jugendtasche direkt zu nutzen. Oh mein Gott, die Tüte direkt weg. Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble Team. Du so, nein, keine Ahnung. Wir sind immer noch DM in Mainz. Kurze Pause im Pizza Hut. Wir haben gerade das Meta analysiert. Oder besser gesagt die anderen. Und was war so? Was habt ihr mitbekommen? Meta war sehr vielseitig, alles wurde gespielt, ziemlich viel Anti, auch in allen Variationen, also auch mit Paki und Barrieren und so weiter. Und Klee, Yosenju, also nicht nur ein Anti. Wie viel waren die vertreten? Circa, ich glaube, 12% oder sowas insgesamt ja. Anti. Wobei bei anderen sind bestimmt auch wieder Anti ist mit dabei, also und wohlgemerkt von Tag 2, ne? Also die waren auch erfolgreich. Und das war das meistgespielte Cosmo, das war nicht mal 20%. Nee, das meistgespielte war Monarchen, wenn du beide zusammen nimmst. Ja, so. Ich glaube 30 oder sowas. Genau. Jetzt können wir ja Feature Match anschauen eigentlich. Nein, können wir nicht. Wieso? Ja, also, so, genau, also Lorenzo Roma ist unten und fängt hier gerade an. Andreas Gerlach ist. Mach du Blackbitch. Ich weiß nicht. Nico hat sein Handy nicht unter Kontrolle. Oh mein Gott, überhaupt nicht unter Kontrolle, Mann. Das ist ein kleines Handy. Du hast aber, dann war doch unsere Meta-Vorhersage eigentlich genau so, wie wir es gesagt haben am Anfang, ne? Ja, Meta. Ja, was soll sonst passieren eigentlich, Mann? Also wir haben zum ersten Mal recht gehabt, oder? Ja. Nein. Was soll sonst passieren? Ja, welche Decks sollen sonst Meta sein, Mann? Als hätte es eine andere Option gegeben. Nee, wir haben ja gesagt, zum Beispiel, dass Monarchen und Cosmo am meisten gespielt wird. Ja eben, und ich sag ja, es gibt keine andere Option. Doch, er ist immer noch gut, Mann, immer noch krass. Kein Empfang, Mann. Anti. Anti, überraschend. Okay, Nico hat auf einmal Empfang verloren. Gravekeeper. 1% Gravekeeper. Nein, 2%. Das war doch eine gespielt. 0,0, ja, der andere Barisch. Ja, stimmt, oder? Barisch geht und Barisch. Lorenzo wieder Feature-Match. Wir unterstützen ihn. Lorenzo fängt die Mitte, wo sieht er sehen kann. Wir unterstützen ihn von der, aus der Ferne. Okay, Lorenzo packt wieder aus. Ja, hat angefangen. Ja. Lorenzo. Der andere weint bestimmt schon. Spielt der andere, sieht man das? Ja, kann man das sehen? Ich glaube, er spielt BA Phantom, aber ich bin nicht sicher. Voll falsch, man. Voll falsch, ja. Was heißt? Wenn er maxiert, ist er Deckout. Ja, Mann. Wenn er maxiert, wenn er maxiert, warte. Wenn er maxiert zu früh aktiviert, dann geht er Deckout. Oder? Ja, genau. Du musst genau im richtigen Zeitpunkt maxiert aktivieren. Genau. Dann gibt er deine Hälfte deines Decks weg und du machst dann alles. Was hat der antike Feendrache drauf? Dann macht er doch nicht weiter, Lorenzo. Du musst. Du musst weitermachen. Doch. Weil sonst ist er Alter, wo willst du hier die Mitte finden? Doch, genau, wenn er auch okay, mach 50 Specials damit du die Mitte findest. Wenn du eine Baron machst und dann machst du die Combo weiter. Und dann musst du genau, wenn er die Combo auf Dings machst, auf Omega, dann musst du so erstellen. Weil hat er schon die Hälfte der extra wechseln. Lorenzo beherrscht das Deck auch echt gut. Oh mein Gott, Mann. 10% Barrel. Das ist die Batterie. Geht noch. Ihr habt zwar auch Handys. Ich hab kein Internet. Er hat krass LTE, oder? Er sagt was, wartet mal. Weg, richtige Todesfahrt, Weltuntergang. Hab's noch so nie erlebt.
war DM Tati? Allgemein so. Allgemein, super geil. Ja. Hätte ich nicht gedacht, Alter. Echt viel Leute aus München hingefahren. War echt cool. Unser Team sowieso geil. Coole Duelle gemacht eigentlich. Ein paar Sachen auch so für den Channel gemacht, war echt cool. Viele Fotos. War echt nice. Richtig nice, Alter. Hoffen wir mal, dass wir nach Hause kommen. So ist es. Servus Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns, lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken, schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten, dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können, dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts, dann bleibt immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren und gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab und leidet's nicht und schaut's vorbei.